Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single Enders 19 aus Bella Italia. Und während ich hier meine Bahnen ziehe und gerade am Hof war und dann die erste Fuhre abgekippt habe, habe ich mit Francesco gesprochen, der war da. Und der sagte, sein Schwader ist abholbereit. Er sagte auch, beziehungsweise ich fragte ihn dann gleich, ob ich das Stroh hier schwaden soll. Sagte er, ja, findet die Idee super. Und er sagte, er hätte jetzt tatsächlich das Vorführ-Butterfly bestellt fürs nächste Mal. Tatsächlich, also er war sich erst unschlüssig, doch noch, obwohl er zu mir schon mal sagte vor geraumer Zeit, dass er das, oder beziehungsweise heute Morgen, vor geraumer Zeit, ist klar, dass er sich das dann durchaus mietet, leid Vorführer kommen lässt. Hat er jetzt nochmal bestätigt, dass er das tatsächlich machen möchte. Wo ich persönlich sage, finde ich gut. Ne, weil irgendwie muss man ja testen, ob das funktioniert. Weil, ganz ehrlich, man weiß ja nie, wie es bei seinem Schlepper aussieht. Ob der Case jetzt wirklich alles schafft, wie man immer so schön sagt. Oder ob der ja die Grätsche macht. Er sagte auch, er hätte wohl noch die Möglichkeit, einen Drescher zu bekommen. Der ist hier wohl aktuell auf Promotour in Italien. Gerade jetzt in der Ernte. Und da wäre wohl die Möglichkeit noch da, dass er sich, dass er hier quasi mal bei ihm vorbeikäme und bei ihm ein bisschen macht. Ich weiß nicht, was für einer. Da wollte er ein Geheimnis draus machen. Keine Ahnung. Ich habe nur gesagt, ich so, ja, für das Feld hier wäre es schon sehr sinnvoll gewesen. Der Rest ist ja noch nicht erntereif. Also im Moment bringt uns quasi ein, ja, ich sag jetzt mal, ein größerer Drescher bringt uns jetzt aktuell gerade gar nichts. Oder beziehungsweise, wenn noch kein Acker da ist, den man ernten kann, bringt er uns nichts. Ich habe ihm nur gesagt, ich so, es wäre sinnvoll vielleicht, wenn dieser Drescher, den er sich da angucken will, wenn der vielleicht ein Maisgebiss hätte für das Maisfeld. Wenn das Maisfeld erntereif ist, da würde es Sinn machen. Weil er hat nur so ein 3 Meter Maisgebiss und, na, sind wir ehrlich, damit kommst du nicht sehr weit bei so großen Feldern hier. Also schon, kommst auch damit fertig, aber dauert halt Ewigkeiten. Und da habe ich ihm gesagt, dass wäre vielleicht eher sowas Sinnvolles, dass er eher in Richtung des Maises denken sollte, vielleicht. Mais, Sonnenblumen, so die Zeit dann. Würde jetzt meine Erfahrung mäßig, würde das mehr Sinn machen. Das Mähwerk kann er ruhig kommen lassen. Er hat noch, glaube ich, ein Luzernfeld. So viel ich weiß. Also sprich, da würde das Ganze noch Sinn machen. Wenn wir da schon ein anderes Schneidwerk hätten zum Ausprobieren. Also das wäre jetzt nicht, das könnte sofort kommen, sage ich mal so. So. Jetzt wird die Bahn halt kürzer. Ja gut, die wird auch gleich kürzer. Alles klar, nee, das passt. Oh, aber ja eigentlich gut voran, ne? So, drehen wir mal um hier. Und fahren wir mal auf die Bahn wieder. Läuft. Also es geht echt. Ich finde, es sind zwar große Äcker und seine Maschine ist halt echt klein, ne? Aber es geht echt gut voran. Also, wir dreschen hier mit konstanten 10 km/h. Ohne irgendwelche großen Abbrüche, ohne irgendwelche großen Verluste oder sowas. Ich habe auch mal zwischendrin immer mal eine Probe gezogen. Also, der Drescher macht seinen Job noch mehr als gut. Ich sage es, oder beziehungsweise Francesco sagte auch, er hätte wohl irgendwo dagegen noch einen gesehen. Den großen Bruder quasi, also 2188 mit einem größeren Schneidwerk logischerweise, der auch noch in Frage käme fürs Arbeiten. Aber gut,
Ist immer so eine Sache. Lohnt es sich nochmal, einen alten Drescher zu kaufen? Also einen alten, noch eine Nummer größer? Oder macht es eher Sinn, in einen komplett neuen zu investieren? Und mein Francesco hat das Geld. Beziehungsweise durch die Ernten und durch die Tiere kriegt er das Geld, um sich auch einen moderneren, neueren, ob es jetzt ein Case wird, ob es jetzt ein John Deere wird, ob es ein Klaas wird, ob es ein MF wird, ein Fendt, keine Ahnung, aber er hat ja die Möglichkeit, größere Maschinen zu bekommen, modernere Maschinen. Also warum sollte er dann nochmal einen alten kaufen? Habe ich ihm auch gesagt. Ich so, warum willst du was Altes kaufen, wenn du die Möglichkeit noch hast, oder wenn du die Mittel hast, dir auch was Neues zu kaufen? Der ja dann wieder Garantie und Service und alles und die Ersatzteile sind nicht ganz so schwer zu bekommen. Ich meine, bei dem Case hier geht's noch, aber irgendwann mal sind die halt auch nicht mehr vorhanden, ne? Und das muss er halt auch irgendwie berücksichtigen. Ja, habe ich mir auch so einen kleinen Denkanstoß gegeben. Ich glaube, das ist auch das, was er immer so mag. Wenn ich dann einmal im Jahr da bin und ich kann ihm so einen kleinen, aber feinen Denkanstoß geben, das findet er immer ganz gut, ganz praktisch, weil man wird halt mit der Zeit auch ein bisschen betriebsblind, ne? Wenn man jetzt nur sich selbst und nur vor sich hin, merkt man ja auch auf Arbeit oder sowas, ne? Also du wirst dann vielleicht betriebsblind für so ein paar Kleinigkeiten, die nur anstehen. Und wenn dann jemand Neues reinkommt, dann kriegst du aber so ein bisschen frischen Wind und immer ganz gut. Also von daher, mal gucken. Ich glaube, das ist das, was er so schätzt. Das ist einmal im Jahr er könnte es auch so und so machen. Und das ist dann für ihn wie so ein Denkanstoß. Und das findet er ganz gut. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe mal nicht, dass ich ihn damit jetzt irgendwie überfordere und ihn da irgendwie ja, komplett aus dem Konzept werfe. Wäre jetzt nicht so unbedingt das, was ich gerne machen würde, ihn aus dem Konzept werfen, aber gut. Ich sehe in dem Korntank, sehe ich glaube ich erst ab 80%, ob der voll ist. Na egal. Ich weiß, dass wir am Ende der Bahn gerade mal 50% hatten. Also, aber ich glaube, dass die Idee mit dem Abtanken danach ist besser, als wenn wir jetzt nochmal losfahren. Ich glaube nicht, dass wir eine ganze Bahn schaffen würden. Na, jetzt werden die aber da hinten echt kurz, ne? Also ich weiß, dass ich auch zwei volle Bahnen hier schaffen müsste auf der Seite. Bin am Überlegen, da hinten die Ecke zu machen und dann hier den Rest auf der großen Fläche, weil ich weiß, ich komme rauf und runter, komme ich mit einer Fuhre, also mit einem Korntank. Das sollte klappen. Und dann kann ich die Ecke hier nämlich auch, da kann ich nämlich rauf, runter fahren und müsste dann eigentlich auch erst voll sein. Könnte ich den Anhänger hier ein bisschen weiter hochstellen. Könnte erst die andere Seite machen. Dann drehe ich jetzt um und fahre hier gleich mal die große Bahn zurück. Guck mal, ob sich das ausgeht und gehe dann nach dem Abtanken auf die andere Seite hier. Ja, ich glaube, so mache ich das. Dass ich erstmal die Ecke da mit dem Baum und der Erhöhung fertig kriege und dann hier auf der Seite den Rest mache. Oder anders ausgedrückt, erst das Rangieren und dann das Langfahren.
kriege auf jeden Fall mehr als die eine Bahn in den Drescher. Jetzt überlege, ich habe jetzt da noch nicht gepiepst. Habe jetzt eine Bahn fertig. Es ist natürlich die Frage, ab wie viel er anfängt zu piepsen. Wenn wir jetzt die halbe Bahn zurückfahren und er dann erst piepst, dann könnten wir ja die halbe Bahn plus die ganze noch schaffen. Wenn er erst am Ende piepsen würde, was er nicht tun wird, er wird gleich piepsen, aber wenn wir die ganze Zeig doch, wenn wir die ganze Bahn jetzt geschafft hätten, dann hätten wir wieder noch einmal rauf runterfahren können, bis er voll wäre. Aber so in dem Falle sollte der eigentlich noch einmal rauf schaffen. Ich glaube, das probiere ich mal aus. Das Rohr ist dann eher außerhalb der Frucht. Das heißt, selbst wenn er dann stehen bleibt, weil er voll ist, sind wir auf jeden Fall außerhalb der Frucht. Das heißt, wir kommen durch. Wir können ihn abtanken, nicht durch. Wir können ihn abtanken. Wir müssen da nicht irgendwelche Rücksicht noch drauf nehmen. Ich denke mal, das ist ganz gut so. Ja, wir probieren das. Sollte eigentlich klappen. Das sollte eigentlich nur die eine Bahn hier komplett reingehen. Mittlerweile klart es auch so ein bisschen auf vom Himmel her. Also, Gott sei Dank. Regen wäre jetzt ganz schlecht gewesen. Wenn wir jetzt eh schon die Bahn hier alles durch haben und fast fertig sind, da wäre jetzt Regen. Puh. Nee, das wäre etwas, das hätten wir jetzt nicht gebrauchen können. 75. Da sollte eigentlich reingehen. Ist doch hoffentlich 75 und nicht 90, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Da wäre auch ein moderner Drescher wieder besser, ne? Weil du dann wieder eine Anzeige hättest mit Füllstand. Weil wenn ich hier gucke, dürften wir eigentlich gleich voll sein. Oh, ärgerlich. Ärgerlich, so 2 Meter vor dem Ende. Ärgerlich, also gefühlt ist ja nicht mehr als 2 Meter. Okay. Also wir schaffen keine 2 Bahnen. 3 Bahnen. 2 schaffen wir aber auf jeden Fall. Okay, das ist gut zu wissen. Dann können wir nämlich hier immer rauf runter fahren. Und mache ich jetzt gerade, ist die kleine Ecke fertig. Nee, das sollte eigentlich gut passen. Werde ich erstmal abtanken und dann sehe ich auch gleich, wie voll der Anhänger schon ist. Ob ich vielleicht erstmal wegbringen muss. Oder ob wir gleich weitermachen können. Aber dann werde ich da oben jetzt fertig machen und fahre dann hier unten hin. Nee, das passt. Liebe Lüt. Das soll es mit der heutigen Folge gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Hat euch gefallen? Würde mich natürlich freuen, wenn ihr einen Abo, Daumen hoch, einen Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann euch das Ganze anschaut. Und sag bis zum nächsten Mal.